So, liebe Freunde, willkommen hier wieder zurück zu einer Runde Clash of Clans. Ich war ja letztes Mal dabei, das Dorf zu bewerten und da machen wir gleich weiter. Und zwar Tiltsdorf werden wir jetzt mal besuchen und bewerten. Rathaus Level 7 und die Mauern so schwach. Okay, das kann ich schon mal als negativ ansehen. Auf jeden Fall die Mauern verbessern musst du. Das ist extrem wichtig, vor allem gerade da deine, ja, die Minen hier so recht nah sind. Wenn man sie natürlich nicht immer entleert, dann... Gut, man könnte auch Bogenschützen hier ansetzen und wenn Mauerbrecher da sind mit Kobolden, ist natürlich noch bitterer. Ich weiß gar nicht, ob das sogar Echtzeit ist, diese Stämme, ob die jetzt wirklich bei dem Typen rumstehen oder nicht. Ich weiß es gerade gar nicht. Wenn ja, solltest du das auf jeden Fall mal entfernen, denn darunter sind viele Juwelen und sieht auch nicht mehr so hässlich aus. Ja, ansonsten die ganzen Minen außenrum. Ja, wahrscheinlich wird der mal großteils in dieses Elixierlager lagern. 96.000, wie viel haben wir hier gerade drin? 2.100, na gut, müsste man auf jeden Fall auch mal wieder entleeren, diese Elixier sammeln und wahrscheinlich die Goldminen das gleiche. Ja, auch 2.120, also kann mal nicht schaden, immer wieder ab und zu auf die Knöpfchen zu drücken, deine Lager sind alle leer. 73.000 von 500.000, siehst du, die Elixierlager musst du auch noch ausbauen. 1 Million passt hier schon rein. Ja, Wizard Magieturm Level 2 mit Rathaus Level 7... Bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob man da auch schon Level 3 machen kann. Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ist ja auch egal, wenn du es ausbauen kannst, dann wirst du es irgendwie ausbauen. Die Magietürme sind gar nicht so übel mit dem AOE-Schaden. Ich merke selber, meine ganzen Kobolde werden immer weggefetzt, wenn ich, wenn ich Gegner abfarmen möchte. Kanonen Level 7 sollte schon das Angemessene sein. Kanonen Level 5 solltest du auf jeden Fall upgraden. Kanonen Level 6. Ich weiß nicht, wie viele Bauhütten hast du. Muss ich mal nachgucken. Ach, da unten sind die zwei Bauhütten nur. Müsste man nicht mittlerweile eigentlich schon die dritte haben? Oder wofür hast du die ganzen Juwele rausgehauen? Würde mich ja gerne mal interessieren, wofür du die Juwele rausgehauen hast, weil eigentlich sollte man die dritten Bauarbeiter mit 500 Juwelen schon haben. Kostet ja nicht allzu viel. Ja, und ansonsten eine dunkle Kaserne, vier Kasernen, okay. Kann man gut was man später machen. Luftabwehr auf 2. Die Bomben, Level 2. Ich glaube, die können schon locker auf Level 3 geupgradet werden. Bombe Level 4 ist Minimum wahrscheinlich schon auf Level 7. Solltest du auf jeden Fall mal verbessern. Magieturm wird gerade gebaut frisch. Das Gold hat er also gerade noch aufbringen können. Ja, wie gesagt, die Bomben auf jeden Fall upgraden. Die Verteidigung ist wirklich wichtig. Die Riesenbombe, ich weiß gar nicht, ob man die jetzt schon upgraden könnte. Auf dem Level. Aber die Bogenschützenturme auch noch. Level 5. Gut, die sind Level 6 beide. Ich weiß nicht, ob die schon auf Level 7 upgraded werden könnten. Ja, ansonsten, wie gesagt, halt deine Juwelen für die Dings aufheben. Für den dritten Bauarbeiter. Der ist wirklich Pflicht mindestens. Da sollte man auf jeden Fall schon die 500 Juwelen, das ist ja wirklich gar nicht viel, das kriegt man ja locker durch die Quest zusammen, sollte man dann schon aufbringen können. Ja, ansonsten, schick, mach einfach weiter, auf jeden Fall die Mauern weiter ausbauen, die Bomben weiter ausbauen, dann passt das schon ganz gut, finde ich. Okay, zum nächsten. Polo Y, oder Paul Gutzeit, der edle Spender meiner vierten Bauhütte. Ja, brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. Gute Verteidigung. Hier fehlt noch ein Stück, aber wahrscheinlich... Ne, ist ja gar nicht getrappt. Wahrscheinlich hat er einfach keine Mauer mehr gehabt. Für das Level. Hier ist natürlich Tellereisen getrappt. Hier sind zwei Bomben versteckt. Ja, hier ist doch halt noch eine Luftbombe und halt der Wizard-Turm. Aber der... Ne, der steht wirklich nur hier. Hier und hier steht er. Aber der hätte eigentlich hier auch noch ein Tellereisen hingehört. Aber ich glaube einfach auf dem Level... Hat er noch nicht so viel. Auf Rathaus Level 8 bin ich mir sicher. Eine Riesenbombe Level 3 sieht mega fett aus. Mega viel Dynamit dabei. Ja, Drachen im Lager ist ganz klar. 4 Drachen, 37 Lakaien, 24 Bogenschützen. Alle gut ausgebildet. Dunkles Elixier. Ja, die Lager sind recht weit auseinander, dass man sie nicht mit einem Blitzzaubertrank angreifen kann. Er hat auch 4 Bauhütten. Und die sind alle gerade am Schlafen. Warum das denn, bitteschön? Also, ich kann man doch bestimmt noch so viel upgraden. Die verborgene Tesla weiß ich gar nicht, ob wir den schon upgraden können auf dem Level. Ja, war ich leider noch nie gewesen. Auf jeden Fall hier Magieturm kannst du ausbauen. Der ist ja schon auf Level 4. Das heißt, die müssen auf jeden Fall auch noch geupgradet werden. Für 720.000 oder wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Solltest du die auf jeden Fall upgraden. Wie viel passt in hier rein in so ein Goldlager? 2 Millionen, das solltest du auch langsam mal voll kriegen. Müsstest du mal ein bisschen mehr farmen gehen. Also ich weiß gar nicht, was bei euch so los ist, warum ihr so wenig Ressourcen habt. Aber ich habe immer total viele. Ja, Minen sind außen. Das heißt also auch wieder gut am Lager beschützen. Wie gesagt, halt das ist ein bisschen... Bisschen doof hier, dass hier kein Tellereisen ist, aber da fehlen wahrscheinlich die Fallen und obwohl man eigentlich das hier wegnehmen könnte, das Tellereisen und das hier hin machen könnte. Na, zwei dunkle Kasernen und wo sind die normalen Kasernen? Bin ich blind? Da unten sind sie. 4 normale Kasernen, das wurde das Maximum.
Ja, ansonsten schickes Dorf halt. Ich will diese Mauern haben. Diese Kristalle hier, Mauer Level 7. Kostet aber wahrscheinlich mega viel. Die sehen zwar auch schon schnieke aus, aber ich finde die einfach viel besser hier, die hier. Die sehen einfach viel geiler aus. Und so ein Inferno. Ah ne, ist ja Bohrer immer noch. Ich denke, wir müssen diese X-Ballisten oder wie die heißen. Sicher, aber gerade keiner. Anscheinend bist du auch noch nicht so weit, dass du die bauen kannst. Schade. Inferno-Turm und diese X-Ballisten. Oder X-Schwerfer oder wie auch immer die heißen. Ja, ansonsten hier auch den Barbarenkönig Level 3. Der schützt doch gut die 2 von 3 Lagern zumindest von dem Elixier. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, wenn er von hier oben angreift, dann wohl nicht. Ansonsten beschützt er auch das Rathaus und das Lager für dunkles Elixier. Ja, viele verborgene Teslas, die jetzt nicht gerade schwach sind. 34 Schaden pro Sekunde. Tja. Schicke Verteidigung, auf jeden Fall noch, auf jeden Fall zum Upgraden viel zu tun. Unter anderem halt die Magiertürme. Ja, wenn du Gold hast, solltest du es auf jeden Fall machen. Ansonsten farmen, Leute. Farmen. Ich würde sagen, wir machen mal zwischendurch einen Angriff. Und, ja, 62.000 ist nur leider nichts hier unten. Verfügbar. Kein Elixier. 74.000, Mensch, ich bin aber ein Lacker, ey. Aber bringt mir auch nicht viel. Obwohl 74.000 natürlich schon schmackhaft wäre. Schieß doch mal hier rein. Bam! Aber ich habe nur 74 Dings. Ist ja ärgerlich. Nur 74 Kobolde. 65 meine ich. Wie komme ich gerade auf 74? Ich lasse mal diesen ganzen Kackdinger hier kaputt machen. Damit ich dann gleich auf die Lager durchstürmen kann. Aber das dauert noch ein Weilchen. Komm, bitte geht rein und mach die Lage da kaputt. Bitte. Bloß nicht zu nah am Wizard-Turm. Ach du Scheiße. Da fangen die da schon an. Clanburg. Auf geht's. Die Wizards. Ja, vielen Dank an den Edelspender der Wizards. Ich weiß nicht genau, wer die gespendet hat. Aber irgendeiner war's. Und da werden erstmal die Einheiten losgeschickt. Zack, und jetzt geht's auf das Elixierlager hoffentlich. Ah, danke schön. 70.000 Elixier ist jetzt nicht gerade zu verachten. Und da geht das Elixier hoch. 69, 49, 30 und so weiter. Aber nur krass. Mein Elixier. Das Gold ist unwichtig. Sehr schön. Okay, das Radar steht da. Dings hätte ich sowieso nicht mehr gehabt, einen Bogenschützen. Ja, da haben wir ordentlich 73.000 Elixier für ein bisschen Aufwand. Finde ich ganz in Ordnung. 19 Punkte wieder voll, aber das ist auch egal. Das werde ich später nochmal durchrushen. Ich habe auch so eine Challenge gehört von 0 auf 1000 oder so, von 0 auf 100, was weiß ich. Wo man halt in Clash of Clans easygoing mal nach oben rusht. Könnte ich ja auch machen, theoretisch. Aber da heißt es ja wieder alles geklaut. Ja, ich weiß nicht. So, 20 Bogenschützen. Und die restlichen Kobolde. Ja, wir haben keine Kobolde mehr, das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber wir haben massig Elixier dazu bekommen, was ich dann irgendwann mal wieder ausgeben kann. Morgen auf jeden Fall 150.000 davon. Ist jetzt nicht unbedingt viel, 150.000 für die Barbaren. Aber es bringt schon mal ein bisschen was. Jedenfalls kann ich dann wieder neues Zeug farmen. So, das Gold ist immer noch voll, ist ja ganz klar. Ja, dann würde ich sagen, machen wir wieder ganz kurz eine Pause. Sehen uns im nächsten Part wieder von Clash of Clans, wo ich noch einmal bewerten werde. Und zwar die restlichen aus dem Chat hoffentlich. Alles schaffe ich dann. Ja, und wie gesagt, schreibt gerne euren Namen, euren Klarnamen und euren Namen unter das Video. Dann kann ich, wenn Luft ist, auch mal Dörfer bewerten. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.